Direkt übertragene, direkt Adrenalineinspritzungen mit dieser live aufgenommenen Alliteration begrüßt euch euer Felix aka Willi zu einem weiteren Gamecast. So, als Angreifer hier auf Sharky Rush unterwegs, natürlich gleich erstmal zur linken Seite der Karte. Wir können ja mal sagen hier, dass mir Medic folgen soll. Vielleicht sind die ja ganz gut. So, und dann als erstes schon mal Set scannen. Aus der Karte gesucht. Links unten sieht man es. Okay, ich sehe, bei A ist noch keiner. Da müsste jetzt einer gleich ankommen. Jetzt zoome ich wieder rein, um das ein bisschen detailreicher zu sehen. Er ist rechts von mir jetzt. Genau da. Und da oben? Keiner? Okay, nein. Dann können wir Request Reinforcements reinhauen. Request Reinforcements und Set Scan stacken sich nicht. Soll also heißen, immer nacheinander auslösen. Ja. So, jetzt gehe ich mal gleich zur... Oh, fuck, links. Den habe ich gehört. Da vorne ist einer. So. Und dann zur besten Position, um die Bombe zu verteidigen. Hier auf dem Container. So, Tactical ist abgelaufen. Also gleich mal hier Set-Scan raus und die Gegner kommen von hier vorne. Heißt also, man kann hier schön rüberglitschen. Mit ein paar gezielten Schüssen aus der AN hier die Gegner treffen. So, und jetzt muss ich nur aufpassen, dass keiner von links kommt. Das ist jetzt richtig gefährlich. Weil links sehen wir, auf dem Radar ist keiner. Ja, und da kommen nämlich schon die Ersten. Deswegen hier rüber gucken. Vorsichtig, vorsichtig. Gucken, dass hier keiner kommt. Da hinten. Da hinten ist einer. Schön langsam den Recoil kontrollieren von der AN, der doch richtig stark ist. Modified Cars off Hack. Ich weiß. Okay. Set Scan. Gucken. Okay, hier ist keiner. Das heißt also, vorne müssen ziemlich viele sein. Richtig, ja. Oh, okay. Sieht schon mal gut aus. Okay, ich gehe hier auch wieder auf die linke Seite. Da man von da oben eigentlich relativ gut die Chance hat. Wow. Ich sehe nicht genau. Er hat bessere Deckung als ich. Das ist richtig gefährlich, so einen Feuerkampf anzunehmen. Da vorne ist noch einer. Okay, die Verteidiger können nicht hier auf die Leiter, ohne das Gebiet zu verlassen. Das ist sehr gut, wenn wir können hier oben rauf und ich löse dann hier oben gleich meinen Request Reinforcements aus. Warte, weil ich hier sicher gehen will, dass die Leute im Sicheren spawnen. So, und da sind da hinten die ein oder anderen, die man noch wegholen kann. Und ihr seht, die spawnen um mich rum, das heißt, wir haben hier echt eine gute Sache. Oh! Da ist auch noch ein Sniper. Komm her. Ja, sehr gut. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Ich bleib noch hier. Die Gegner sind noch zahlreich da unten. Ah, ah. Wo sind sie? Kann ich da nach oben? Naja, ich sterbe ja garantiert durch den Sniper. Ist hier drüben alles frei? Ich guck mal ganz kurz mit Z-Scan. Okay, alles um uns rum ist frei. Das heißt also, wir gehen hier nach oben. Schmeißen noch einmal Ammo hin für unsere lieben Schnipsohr-Freunde. Für den 720 No-Scope. Und, wo sind sie? Wir müssen jetzt nur die MCOM verteidigen. Die Bombe wurde gelegt. Das heißt, also ich ging jetzt hier runter, springe, damit ich ein bisschen sicherer vor Snipern bin, denn da oben ist ein bekannter Spot, auf dem ich gerade war. Und da möchte ich natürlich nicht von den Scharfschützen weggeholt werden. Das heißt, dass hier auf der linken Seite nochmal gucken, dass keiner da ist. Schön die MCOM bewachen. Dürfte eigentlich keiner rankommen. Hier hinten. Okay, wir drücken eigentlich schon ziemlich gut die Gegner nach vorne. Boah, okay. So. Okay. Den Sniper haben wir gespottet mit Q. Wir müssten jetzt eigentlich noch sehen, dass er da vorne ist. Hoffentlich liegt hier keine Claymore. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, Spotter Kill Assist. Okay. So. Jetzt nochmal Set Scan rausholen. Gucken, dass hier keiner da ist. Sehr gut. Wir haben wieder alle flankiert. Und laufen jetzt hier unten hin, um die Gegner hinten wieder abzufangen. So, da war noch einer, glaube ich. Okay, der ist schon tot. Sehr gut. Ich habe hier eine Medic Box. Und fange jetzt hier natürlich vorne die Gegner ab, die jetzt hier übercrossen wollen. Leider habe ich keine Vision auf den Spot hier. Das ist richtig doof. Das heißt, also, wenn von hier jemand kommt, dann ist richtig doof. Vorsichtig, gucken. Okay. Gucken, die haben Disabled bei A. Request Reinforcements.
um nicht allein auf der Flur dazustehen. Da ist einer. Boah, okay. Manchmal verzieht die AN nämlich richtig krass. Das ist dann so ein Bug. Ah, siehst du, Tactical Reinforcements, sehr gut. So, und jetzt hier hinten vorsichtig sein wieder. Okay, sieht gut aus. Da hinten ist, da ist einer. Aber ich will das nicht, dass ich nicht sehe, dass da keiner ist. Hm, richtig gemein. Boah, wie viel hält er denn aus? Puh, das war knapp. Das war knapp. Puh, knappe Angelegenheit. Oh, oh, da ist ein Sniper. Aua, der hat mich voll mitgenommen. Jetzt vorsichtig sein. Ah, müssen wir vorsichtig sein. Das ist von der Entfernung zu weit für uns. Der hat bessere Chancen. Okay, den. Und da drüben war auch noch einer. Nee. Dann in Deckung bleiben. Gucken. Da oben. Puh. Erstmal durchatmen. Dann noch schön hier unbedingt Ammo hinschmeißen. 12-0. Was ist da los? Was ist da los? So. Gucken, ob da oben jemand ist. Nein. Sieht gut aus. Oh oh. Tank. Da steht ein Panzer. Das gegnerische, oder besser gesagt, der gegnerische APC. Jetzt müsste hier links müsste einer stehen. Wenn wir hier weiterlaufen. Theoretisch. Da, da. Oh. Oh, das war knapp. Da habe ich mir gerade noch eine Adrenalinspritze reingehauen. Und das war noch knapper mit 2 HP. Request Reinforcements und beten, dass die Leute bei mir spawnen. Nein. Oh! Oh, ich bin erschrocken. Die AEK im Rücken und ich dachte, das war eine Gegner-AEK. Alter Falter. Das war eine richtig knappe Angelegenheit. So, Muni raus. Reinforcements laufen. Boah, ey, erschreck mich doch nicht so, bitte. Sehr gut. Sehr gut. So, ist da oben jemand? Nein. Wo sind sie denn? Sie sind bei... Alle da hinten. Sehr gut. Okay, das heißt also, sie sind am Spawn. Ah. Okay, die Leute stehen da vorne. Gucken, dass man hier rumkommt. Eins. Zwei. Drei. Der wollte sich von hinten anschleichen. Glück gehabt. Da kommt APC. So, gucken. Sehe ich einer? Z-Scan. Okay, vor uns kommt einer. Wie ich den nicht holen konnte, war mir unklar. Aber er kommt nochmal zurück, freundlicherweise. Muss ich mal? Nein. So, Z-Scan ist aufgelappt. Das heißt also jetzt schön Request Reinforcements. Und schauen, dass da einer ist. Da hinten ist noch einer. So. Au. Oh. Und ich habe mir jetzt nochmal vorsichtshalber die Adrenalinspritze reingespackt und wir haben es gewonnen. Flawless Time. So, das war der Cast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich mal ein bisschen live so erzählt habe, was ich unternehme und warum ich das unternehme. Und leider hatten wir, wie ich danach gemerkt habe, einen Hacker im Team, der erste bei uns auf der Nummer 1 Position. Ja, der hat ein sehr gutes Aim, manche würden auch sagen ein Aimbot. Oben geht's zur vorherigen Gamecast, da habe ich ein bisschen Battlefield 3 gespielt, das hat mir extrem Spaß gemacht. Und unten kannst du meinen Kanal abonnieren, wenn dir so ist. Außerdem kannst du mir einen grünen Daumen geben, wenn dir das Video gefallen hat. Euer Woody Pizza, ganz lieben Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, over and out.